Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Gartengemüsekiosk on Tour. Wir sind unterwegs und zwar sind wir in Bingenheim gelandet. Ihr habt ja schon mitbekommen, da habe ich schon öfter was von erzählt, von Bingenheim. Und die haben gesagt, kommt doch einfach mal mit eurer Kamera vorbei. Das haben wir bisher nicht so geschafft, hat nicht so geklappt, aber jetzt hat es geklappt. Wir haben die Tochter und die Oma eingepackt, dadurch wurde das Ganze möglich und sind hier angereist. Hier ist heute Tag der offenen Tür. Wir werden euch mit der Kamera ein bisschen mitnehmen, dass ihr ein bisschen was mitbekommt. Und wenn alles gut läuft, dann werden in der Folge auch immer wieder Videos auftreten, wo wir mal hinter die Kulissen gucken dürfen. Was ich vorweg auf jeden Fall erwähnen möchte, ist es so, dass wir absolut eigene Motivation haben. Also uns interessiert es, wie läuft das hier ab, wie funktioniert das, auch dieses alternative Arbeits- und Lebenskonzept. Und wir sind auf eigene Kosten hier angereist, komplett, und hatten einfach Bock auf so eine Reportage. Nur das im Vorfeld, damit ihr Bescheid wisst und nicht denkt, die Bingenheimer haben uns eingekauft, damit wir jetzt hier verschiedene Filme machen. So ist es nämlich nicht. Uns hat auf jeden Fall auch interessiert, wie läuft das mit dem Saatgut? Also wie ist überhaupt die Struktur, wie ist es aufgebaut, wie funktioniert das, dass das Saatgut von Züchtern auch ankommt, was für Arten von Zucht gibt es auch, wie wird es aufbereitet, wie wird es abgefüllt, was bedeutet Saatgutdiagnostik? Das sind alles so Themen, wo wir hinter die Kulissen gucken durften, wo uns die Türen auch da aufgemacht worden sind und wir euch dann im Verlauf dann immer mit der Kamera mitnehmen können und wir eine Menge dazu lernen können. Bingenheim, das ist in der Nähe, ich glaube oberhalb von Frankfurt. Wir sind hier angereist und wenn man hier auf das Gelände kommt, dann merkt man schon, hier herrscht ein anderer Geist. Es ist echt faszinierend, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Und damit ihr jetzt auch ein bisschen mehr mitbekommt vom Tag der offenen Tür, nehmen wir euch mit der Kamera einfach mit. Schauen wir mal, was Bingenheimer hier noch so zu bieten hat. Naja, Tag der offenen Tür, dann nehme ich mal jede offene Tür mit. Wieder ein Gewächshaus. Wow, ist das schön hier. Essbarer Rotklee. Wow. Zitronenverbene, Zuckererbsen, Kräuter, alles schön bunt. Wahnsinn, ich glaube, ich habe noch nie so viele Gewächshäuser auf einmal gesehen. Hier stehen Blümchen, Jungpflanzen ohne Ende, ein absolutes Paradies. Basilikum, Tagetes. Oh, lecker. Guck mal, der rote Klee, der ist ja auch essbar. Den haben wir uns auch mitgenommen. Ich meine, man nimmt ja immer doch irgendwie was mit. Und so sieht die Blüte aus. Da bin ich gespannt drauf. Wahnsinn, schau mal, im Gewächshaus, nochmal ein Gewächshaus und mit einer Beleuchtung dabei. Hier sind auch wieder ganz verschiedene Kulturen da. Wie riesig das ist. Guck mal, Gärtner, das ist doch mal eine super Höhe, eine tolle Pikierstation, so machen die Profis das scheinbar. Das wäre für uns auch doch etwas bequemer. Guck mal, da ist auch direkt schon eine Schale mit Aussaaten, die bestimmt pikiert werden müssen. Guck mal hier, ich glaube, wir sind doch nicht so verkehrt unterwegs. Das sind doch auch die Wannen, die wir benutzen, eckige Aussaattöpfchen und da sind auch noch die Quickpots. Wenn ihr euch jetzt fragt, wovon spricht die, bei uns auf dem Blog unter unserer Empfehlung haben wir das aufgelistet, womit wir arbeiten und womit große Gärtnereien anscheinend auch arbeiten. Ich nehme das mit dem Tag der offenen Tür mal ganz genau. Aber hier ist die Heizung an, ich mache die Tür auch wieder zu. Wow, was geht denn hier ab? Massiv viele Tomatenpflanzen, Basilikum. Das sieht nach Paprika oder Chili aus, boah, es ist muckelig warm. Ich glaube, das sind bestimmt auch diese Praxistests, die laufen. Ich weiß das gerade gar nicht. Aber es ist sehr imposant hier. Also Gewächshäuser en masse. Ich glaube, wir brauchen auch ein neues, großes. Und die Tür, die war auch offen. Das ist die Tür von der Saatgutwerkstatt. Da habe ich später noch den Norman getroffen, aber das wird noch ein eigenes Video werden. In der Werkstatt werden die Saatguttütchen gefüllt und wie ihr hier sehen könnt, wird viel Wert auf Handarbeit gelegt. Es sind dort verschiedene Leute beschäftigt und was im Fokus steht, ist auf jeden Fall so das Menschsein und das Miteinander. Natürlich gibt es auch Maschinen, es laufen ja auch große Aufträge.
wie diese hier zum Beispiel. Die füllt jetzt gerade, könnt ihr es erkennen? Ja, genau, das war Samen von Blumen. Und zwar als Futter für die Bienen. Die werden da gerade in der Maschine abgefüllt. Entsprechende Daten werden noch aufgedruckt. Und dann kommt das Ganze in die Kiste. Bienenfutter kann man ja nie genug anbauen. Oder wie ich es gerne erweitere, Futter für Insekten. Denn nicht nur die Bienen haben Hunger. In jedem Garten sollten Eckchen da sein, wo verschiedene Insekten was zu essen finden. Und zwar verteilt übers Jahr. Aber das wisst ihr ja und das habt ihr wahrscheinlich auch. Es gab aber noch jede Menge mehr. Draußen auf dem Hof waren einige Stände aufgebaut. Ihr seht schon, jede Menge Rosen. Hier ging es um die Rosen und da gab es einige schöne Produkte, die aus Rosen gemacht worden sind. Auch was Kulinarisches war dabei. Und was für die Nase und fürs Auge. Und natürlich kamen die Kinder auch nicht zu kurz. Welches Saatgut gehört wohl zu welcher Pflanze? Und eine Pikierstation durfte natürlich auch nicht fehlen. Man konnte sich mit verschiedenem Saatgut eindecken. Aber nicht nur Saatgut gab es, sondern auch viele freundliche Menschen. Es ist toll, oder? Und weiter unten im Hof. Spaß. Ihr seht es gleich. Danke. Gab es noch Sachen, die der Gärtner unheimlich gerne mit nach Hause nimmt und wo man irgendwie doch immer noch Platz für findet. Ihr ahnt es schon, genau. Und auch ich gehe eine Runde shoppen. Und es gab nicht nur Kräuter und Gemüsepflanzen. So macht Shopping doch Spaß. Trompetenzunge kenne ich noch nicht, möchte ich haben. Boah, guck mal, orangene Cosmea, die haben wir auch noch nicht. Sind die schön? Die sind schön, die nehme ich auch mit. Die Papierblume, die kenne ich, die ist auch schön. Spinnenpflanze. Ach, guck mal, das ist die Melone, die Mama gerne isst. Die kann man auch anbauen. Ich mache mir mal eine Memo. Dann nehmen wir auch mal eine mit. Artischocke. Da nehme ich auch noch eine von mit. Da werden wir auch noch einen Platz für finden. Ihr kennt das, ne? Pflanzen shoppen. Man hat ja eigentlich keinen Platz, aber man findet irgendwie doch immer noch Platz. Ich glaube, das ist erstmal okay. Die würde ich gerne mitnehmen. Entschuldigung. Ja, das ist schön. Ich habe einen Blumen. Ja. Ich habe es jetzt nicht kleiner, ich hoffe. Kein Problem. Jetzt muss ich nur mal erst fragen. Darf ich Ihnen die 4 geben? Ja, na klar. Das sind dann 10. Ja, ja. Und dann bekommen Sie ja, 40 Euro gekauft. Ja. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, danke sehr. Es gab eine große Auswahl an Kräutern und Salaten und Gurken und weiteren Gemüsepflanzen. Und das Ambiente und die Location waren auch sehr schön. Es gab auch viele Tomaten und Paprika und Kürbisse. Und es gab jede Menge Auswahl. Und mittendrin gab es dann noch den Stand von Kultursaat e.V. Das ist ein Verein, der sich für ökologische Züchtung und vor allen Dingen auch Neuzüchtung einsetzt. Auch zu dem Thema gibt es noch ein extra Video. Die beiden waren auf jeden Fall super nett und mir hat es echt Spaß gemacht. Kultursaat e.V. lohnt sich mal zu googeln. Hier seht ihr einen Blick von oben. Ja, wir durften die Drohne fliegen lassen. Und dieser Teich war so, so laut, da war richtig Leben drin. Überhaupt ist das Gelände echt idyllisch. Nochmal ein Blick von oben. Hier links unter dem Dach sind jede Menge Bienen zu Hause. Dann gab es eine ganze Batterie, eine Auflistung von Schubkarren. Und überall an allen möglichen Ecken gab es Blümchen und Futterpflanzen für die Bienen. Bienen gab es allerdings nicht nur draußen, sondern auch in den Gewächshäusern selber sind auch Bienen stationiert oder teilweise auch Hummeln. Musik.
Und für die kleinen Gartenfreunde gab es auch ein reiches Programm. Auch auf dem Gelände gab es viel für Kinder. Sehr kinderfreundlich gestaltet. Es gab einen wunderschönen Spielplatz mit vielen Schaukeln, Nestschaukeln, Rutschen, Wippe und, was das Kinderherz begehrt. Und Tiere kommen auch nicht zu kurz. Es gab einige Pferde auf dem Gelände der Lebensgemeinschaft Bingenheim. Sehr schöne Tiere. Und auch ein paar Schafe waren da. Sehr entspannt haben sie sich die Besucher angeschaut. Der Großteil des Geländes, den ihr auf den Bildern in den Drohnenaufnahmen sehen könnt, gehört zu der Lebensgemeinschaft Bingenheim. Und die Bingenheimer Saatgut AG ist aus dieser hervorgegangen. Und es ist wirklich ein großes Gelände, man kann sich hier und da ein bisschen verlaufen und insgesamt ist es total schön. Es gibt überall idyllische Ecken, es stehen Bänkchen rum, also es hat uns schon sehr gut gefallen. Dann sind wir noch eine Runde rumspaziert. Wir wollten ja doch möglichst viel sehen. Allzu lang waren wir ja nicht da, aber es gab so viele Ecken zu erkunden, das war schon ziemlich spannend. Hier noch ein Treppchen hoch, da nochmal eine Kurve rum. An allen möglichen Ecken gab es tolle Sachen. Und vom Innenhof konnte man nochmal in den Außenbereich. Hier an diesem wunderschönen Blauregen vorbei und dann nochmal ein kleines Verschnaufpäuschen machen. Hier nochmal ein Blick von oben. Ihr seht da die Gewächshäuser, ein paar Anbauflächen, aber auch die Räumlichkeiten und das Schloss der Lebensgemeinschaft Bingenheim. Wir waren bisher noch nie in Bingenheim und wir haben hier so viel erleben dürfen und so viele Leute auch kennenlernen dürfen. Also ihr in dem Vlog habt jetzt einen Eindruck bekommen, hoffentlich, wie es beim Tag der offenen Tür hier bei der Bingenheimer Saatgut und bei der Lebensgemeinschaft Bingenheim abläuft. Also wenn ihr in der Nähe seid, nächstes Jahr ist es definitiv ein Termin, den man sich gut vormerken kann. Es lohnt sich absolut, hier vorbeizuschauen. Es ist ein schönes Gelände, es gibt tolle Attraktionen und es ist auch ein schöner Familienausflug. Also das kann ich euch empfehlen, nächstes Jahr. Das passiert hier jedes Jahr, Tag der offenen Tür in Bingenheim. An der Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei den Bingenheimern, also bei der Bingenheimer Saatgut bedanken. Für euch heißt das, in Zukunft werden noch einige Videos kommen, wo wir hinter die Kulissen schauen durften, wo wir einiges in Erfahrung bringen konnten, wo wir Antworten auf unsere Fragen bekommen haben und wo wir hinter die Kulissen schauen durften. Das wird nochmal spannend. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen, dass es jetzt im Winter, im Frühjahr, dass die Videos online gehen. Vielen lieben Dank, weil es war ja doch eine Einladung und uns wurden die Türen dann aufgemacht. Und liebe Marie, herzlichen Dank für deine Organisation und dein Management. Ansonsten wäre das in dieser kurzen Zeit nicht so effektiv geworden. Du hast einen tollen Job gemacht. Die Marie ist vom Marketing von der Bingenheimer Saatgut. Was ich jetzt nicht vergessen darf, sind die Pflanzen mitzunehmen, die ich vorhin eingekauft habe. Wenn ihr noch Bock habt, ein bisschen Gartengemüse-Kiosk weiterzugucken, hier sind noch zwei Videos für euch verlinkt von uns. Ich sag mal, bis zum nächsten Sonntag. Macht's gut und jetzt gehe ich los, meine Pflanzen holen. Ciao!